Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Fotoatomar. Wir sind wieder für euch on air und beschäftigen uns mit einem neuen Thema. Ja, hallo, sage ich auch erstmal. Und vorab möchte ich gerne noch was loswerden. Nur nochmal, also allgemein, also was wir hier so erzählen, ist eigentlich ja nur ein Einblick in unseren Kopf oder in unsere Köpfe und soll nicht als Maßstab für alles genommen werden. Es soll einfach nur zum Anreiz dienen, dass man einfach mal nachdenkt, das mit seinen Erfahrungen abgleicht, und wir machen das aus unserem Herzen, unserem besten Gewissen heraus. Wir haben keine Abhandlung oder irgendein Thema verfasst oder irgendwas dergleichen, und wir wollen euch einfach nur mitnehmen und teilhaben lassen im Prinzip an unsere Realität. Und da sind wir auch schon bei dem Thema heute. Das ist, Thomas? Ja, Realität. Und das hat, denke ich mal, die Realität hat ja viel auch mit Fotografie zu tun, aber nicht nur. Erstmal, sag mal, ein Bild, das wir aufnehmen, hat in dem Augenblick die Realität, so wie wir es sehen. Dann, wie wir es bearbeiten, dann entsteht oft bei uns nochmal eine andere Realität. Und wenn wir das Bild dann euch zeigen, euch präsentieren, dann ist auch für euch wieder was anderes sichtbar. Es entwickelt sich was Neues. Genau, und man muss halt natürlich immer abwägen, in erster Linie machen wir etwas, was wir fotografieren, ja zu unserer Realität und machen daraus unsere Realität, so wie wir es empfinden und wahrnehmen, genau. Und geben es im Prinzip an den Betrachter weiter, also an euch oder selbst diesen Podcast hier. Ne? Das ist im Prinzip ein Bestandteil. Genau, und das ist ja dieser Bestandteil, den wir, also das, was uns ja auch ausmacht. Uns beide als Menschen, Marcel und ich, oder auch unsere Firma oder ja, Fotoatomar im Prinzip. Das Ganze, was, es ist, wenn. Die Sichtweise, das ist das, die Realität, wenn man ein Objekt sieht oder ein Motiv sieht, das man fotografiert. Und dann wäre die Präsentation. So dass im Prinzip ist das eigentlich ein Thema, was uns eigentlich auch unbewusst schon mal beschäftigt hat. Vom Anfang an eigentlich. Genau, weil es auch so vielschichtig ist und man muss auch, man kann ja auch das, man darf nicht außer Acht lassen. Also das zum Beispiel Realität ist ja auch nicht unbedingt gleichzusetzen mit Wahrhaftigkeit. Genau. Das heißt, alles, was eine Realität, ein Teil einer Realität ist, heißt es, dass es wahrhaftig ist. Also es gibt ja zum Beispiel noch, ja, man kann es vielleicht auch ein bisschen unterteilen in mediale Realität oder materielle Realität oder emotionale Realität. Das sind im Prinzip, man muss natürlich immer sehen, dass eine Realität auch hauptsächlich auf Emotionen basiert, ja, damit man es zu seiner eigenen macht. Ja, wenn man natürlich ein negatives und positives Gefühl dabei hat, ist es trotzdem ein Teil seiner eigenen Realität, auch wenn man es nicht unbedingt gerne fühlt oder gut sich anfühlt, sage ich mal so. Ne? Und das ist halt natürlich sehr, 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 wie soll ich sagen, schwierig, da auch jetzt natürlich gedanklich noch eine gerade Linie zu behalten, ne? Weil zum Beispiel, das heißt ja nicht, alles, was wir visualisieren oder zu unserer Realität machen, dass es wahrhaftig ist. Also es ist auch immer der eigene Ansichtspunkt. Zum Beispiel das letzte Bild, was wir gepostet haben, oder vorletzte Bild, das mit den Federn und dem Blut. Genau, Regulatur. Genau, hieß das. Und jeder nimmt ja in der Regel, wenn er Blut sieht, verknüpft er das ja durch die Emotionen mit Tod, mit was Negativem, Horror, Grusel, bla. Und Leid, was auch immer. Genau, und das ist natürlich, wir haben aber mit den gleichen Mitteln oder, die, sag ich mal, mit Federn und Blut, und obwohl wir Blut benutzt haben, trotzdem was Ästhetisches draus gemacht. Also ist das, im Prinzip haben wir es zu einem Teil unserer Wahrnehmung und unserer Realität gemacht. Für euch, ja, und für uns natürlich. Das war auch ganz spannend, gerade bei diesem Bild, weil, wie du eben schon sagtest, eben, ne, dieses Blut ist für das Negative, für Gewalt, für was auch immer.
wo man überlegt, na, wenn man das postet, also ich meine, wir überlegen ja auch gar nicht, ne? Können wir das posten oder können wir es nicht, weil wir posten es einfach, weil es für uns dann in dem Augenblick auch richtig ist. Und da waren wir jedenfalls bei diesem Bild überrascht, wie die Resonanz auf dieses Bild auch war. Also gerade auch Leute, die sich so, sag mal, also das Bild zeigt ja die Realität des Schlachtens oder ein Detail des Schlachtens von Tauben, kann man ja so sagen. Und das ist ja ein Gewaltakt. Und das ist nämlich das Spannende bei diesem Bild gewesen. Wir haben es ästhetisch empfunden, deshalb haben wir es auch gezeigt. Mit diesem Hintergrund, man weiß ja nie, wie es ankommt. Aber gerade, sagen wir mal, auch bei Leuten, die sich auch so mit Tieren beschäftigen, wo es eigentlich ein vielleicht noch Tabuthema ist oder vielleicht auch zur Normalität gehört, aber man sieht das sonst nicht so. Und gerade bei diesen Leuten kam dieses Bild richtig gut an. Also waren wir überrascht von den Reaktionen, so, von den positiven Reaktionen. Ja. Und das zeigt ja im Prinzip, wie Realitäten sich auch verschieben können. Genau. Und das ist ja auch immer, was man, denke ich, zwar als Betrachter nicht so hundertprozentig wahrnimmt. Man kategorisiert es wahrscheinlich einfach nur, mir gefällt es oder gefällt es nicht. Ich sag mal, selbst wenn es einem nicht gefällt, ist es trotzdem aus unserer Sicht was Positives. Also das hat, egal um was für eine Sparte das nun geht, aber das gehört ja auch zur Realität, auch wenn man halt, wie gesagt, was emotional nicht so Positives dabei empfindet oder so, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat oder was auch immer. Mhm. Aber wir wollen halt, wie gesagt, allen Menschen was mitgeben, ob nun positiv oder negativ, so einfach nur anreizen, sage ich mal. Dass egal, ob das nun mit Blut ist oder was auch immer. Genau. Deswegen, das ist halt ja alles ein Bestandteil unserer Realität, selbst, ja, und ob wir es... Das ist ja das, was du zum Anfang zur Einleitung sagtest, dass wir im Prinzip den Leuten einen Anreiz mitgeben wollen für den Alltag. Und das versuchen wir ja mit allen. Ob das nur dieses Bild ist, das verlinken wir euch unten in die Beschreibung auch nochmal. Und ist egal, was wir machen. Also es ist immer ein Anreiz. Und es ist immer ein Mittel, dieses real vor euch aufblinkende Licht auf dem Bildschirm oder auf dem Handy, wo auch immer ihr es betrachtet, oder eine Ausstellung von uns, das mit eurem Umfeld, mit eurem Alltag oder mit eurem Leben abzugleichen. Und dadurch entstehen ja schon wieder andere Bilder bei euch in den Köpfen. Und darum geht es uns auch. Genau. Das heißt nicht, dass wir die Wahrhaftigkeit erzeugen, in keiner Weise. Also dafür sind wir einfach zu kreativ und gönnen uns auch diesen Freiraum, dass man auch mal sagt, okay, man macht was Untypisches oder Unnatürliches oder wie auch immer man das definieren möchte. Der eine sagt, nee, das kann man nicht machen, das sollte man nicht machen, aus irgendeinem Grund, was auch immer. Aber wir setzen uns halt da keine Grenze und dementsprechend, wir wollen halt das Spektrum der Realitäten erweitern und auch der Wahrnehmungen, was alles ein Bestandteil von allem irgendwie ist. Ne? Und das ist natürlich ein Hauptanliegen von uns und dementsprechend. Vor allem, es gibt ja auch noch verschiedenste Formen von Realitäten. Also es gibt ja auch, da fällt mir jetzt die mediale Realität ein, dass das heißt, nicht Problem, aber mir fällt immer so auf, oder ich nehme es in meiner Realität so wahr, dass ich das Gefühl habe, viele Menschen machen zum Beispiel die mediale Realität zu einer Wahrhaftigkeit, ne? Und machen das, was dort vermittelt wird, egal wie pseudorealistisch es wirkt, ja, das zu einer Wahrhaftigkeit. Und ich finde, das kann teilweise auch sehr gefährlich werden. Ne? Also sobald da irgendwelche Leute in einer gewissen Hinsicht wahrscheinlich mehr unterschwellig negativ beeinflusst werden oder was, dann ist es in meiner Sicht nichts Positives. Ne? Das ist nämlich auch dieses, was ich aus meiner Tochter zum Beispiel sage, dass im Prinzip alles, was sie sag mal, im Fernsehen oder auf irgendwelchen Kanälen im Internet sieht, dass man es hinterfragen muss. Weil alles ist Interpretationssache. Und alles hat auch einen Grund, warum das so gezeigt wird. Und dann sag ich es immer so als Beispiel, guck mal, wenn Marcel und ich ein Bild bearbeiten, können wir diesen Ausschnitt wählen. Das zeigt eine andere Realität als das Gesamtbild.
Und deshalb immer, also geht es uns darum, dass man immer im Prinzip alles hinterfragt. Und gerade wir als Visualisten wissen ja, wie das auch funktionieren kann. Und deshalb sieht man manche Sachen dann auch vielleicht noch kritischer als andere, weil man eben weiß, man muss nur beim Video oder beim Film irgendwelche Schnitte machen oder irgendwelche Szenen weglassen oder zufügen oder doppelt machen oder irgendwelche Details. Schon entsteht eine Realität, die nur medial zu sehen ist, aber eigentlich mit der wahrhaftigen Realität nichts zu tun hat. Genau. Und das ist natürlich, und wir versuchen natürlich, das immer positiv darzustellen. Ja, weil man permanent davon mitbekommt, aus meiner Sicht, ja, wie negativ das doch, oder für gewisse Zwecke, ob das in der Werbung ist, wie das benutzt wird einfach, ne? Diese Pseudo-Realität nenne ich sie jetzt einfach mal, ob das dieses Model-Business ist oder wie auch immer. Es wird alles künstlich in irgendeine Richtung geschoben, gezwängt, wie auch immer, obwohl es eigentlich nicht echt ist. Und das meiste, was mir immer auffällt oder was mir oft auffällt, ist, die Leute wissen es irgendwie, aber legen trotzdem danach und wollen immer noch das neueste Auto und immer hübscher sein und hier eine OP und da glatt sein. Und das ist dann natürlich ein bisschen, ja, fragwürdig teilweise. Und deswegen erlauben wir uns auch einfach mal, ja, diese positiven Aspekte zu definieren. Ja, egal, ob es im Video oder im, genau, Bildlichen ist. Ne? Wir erlauben uns eben auch Bilder oder Werke zu zeigen, die fernab von eurer Realität sind oder anders sind, andersartig sind als andere Fotografen was zeigen. Also wir zeigen eben nicht, was wir auch schon in anderen Podcasts thematisiert haben, nur Models am Strand und an der Düne und am Baumstamm, sondern wo man natürlich für Likes bekommen könnte. Aber uns geht es eben wirklich darum, auch dass eine Diskussion entsteht. Und wenn es nur eine Diskussion bei dem Menschen entsteht im Kopf, der das alleine betrachtet irgendwo. Darum geht es uns das. Und das ist eben so, das ist eben so spannend. Und das ist eben dieses, gerade auch dieses Mediale, was du sagst, ist ja so dieses, auch sag mal, die Werbung. Das ist ja alles diese, man denkt, ach, wenn ich diesen Kaffee kaufe, habe ich so eine totalen Glücksgefühle. Und es geht ein wunderbarer Tag beginnt und alles Mögliche. Und dann trinke ich diesen Kaffee und kaufe mir den. Und dann, ja, dann ist es auch nur Kaffee. Und nichts mit Glücksgefühlen, weil ich dann trotzdem los muss oder müde bin oder was auch immer. Aber man hat ja selbst dieses im Kopf gehabt, dieses wunderschöne Bild, der Sonnenaufgang, das Vogelgezwitscher, die duftende Tasse Kaffee, die dann eine liebliche Musik noch dazu. Wunderbar. Ja, das ist halt, ja, mit Bilder haben eine sehr, sehr starke Kraft halt auch. Ne? Und man darf es halt immer nicht vergessen. Natürlich, das Thema Realität ist natürlich noch, ist ja nicht nur Werbung oder alles. Ne? Das ist die Frage, was bedeutet der Realität? Ne? Also wenn man, bloß weil ich zum Beispiel in meiner Realität einen gewissen Ort nicht kenne, ja, heißt es dann, dass er existiert oder dass er nicht existiert? Also es ist immer auch eine Art und Weise der Sicht. Ja? Also das ist so ein bisschen dieses Schrödinger-Katze-Prinzip. Ne? Das ist auch so, ich weiß nicht, ob man das kennt, das ist ja dieses Gedankenexperiment im Prinzip. Du versetzt gedanklich eine Katze in einen Zustand innerhalb eines Kartons und machst du den Karton auf, dann kannst du erst erkennen, ist die Katze tot oder ist sie lebendig. Also so, wenn du die sehen, und das ist natürlich immer so, wenn ich jetzt überlege, hier draußen vor meinem Haus die Straße, ja, wenn ich dir davon erzähle, und du warst noch nie an diesem Ort, wird es dann auch zu deiner Realität, ob du noch nie da gewesen bist, nur durch meine Erzählung? Oder wird es erst zu deiner Realität, wenn du vor Ort gewesen warst? Ja, das ist auch eine ganz spannende Sache. Weil das ist das zum Beispiel, wenn du mir erzählst, wie du in der Schweiz damals gelebt hast und in Wengen oben auf, in der Schweiz da von den Bergen ins Tal schaust und mit den Alphörnern und dies und das und jenes. Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ich kann es auch meiner Familie für den nächsten Urlaub so schmackhaft machen, so, dass die mich schon gefragt haben, warst du eigentlich schon mal da gewesen? So erzählst du davon.
Sag ich, nee, ich habe das nur im Prinzip ja, von Marcel so gehört und ich kann mir das gut vorstellen. Aber wenn wir dann alle da sind und dann wirklich dahin fahren, dann wird es wieder anders sein. Aber ich bin fast überzeugt, dass es so sein wird, wie ich das meiner Familie vermittelt habe. Ja, natürlich, ich meine, das ist natürlich alles aus meinem Empfinden heraus. Das spielt natürlich auch wieder, wie gesagt, die Wahrnehmung und das eigene Empfinden eine sehr, sehr große Rolle. Ja, also dementsprechend bekommt die jeweilige Realität auch seine, soll ich sagen, seine Substanz und seine Wahrhaftigkeit. Also, ja, und das merkt man eben auch, ob das eine wirkliche Wahrhaftigkeit ist, die von Gefühlen getragen ist, oder ob es irgendwas dahergeplappertes ist. Man könnte auch sagen, einen Reisebericht machen, so, ach, ist alles wunderschön, blaue Ostsee, schöne Fischerboote und. Aber wenn man die Erzählung von einem Menschen bekommt, wo diese Erzählung von Gefühlen getragen ist, dann ist es eine ganz andere Sache, als wenn ich das nur so, ja, wie so ein Werbekatalog mir angucken würde und sagen würde, Meerblick, Fischbrötchen, riesige Promenade, wunderbar. Das ist auch der Unterschied. Also ob man, und das ist egal, ob man jetzt ein Bild sieht oder ob man auf dem Bildschirm irgendwas sieht oder wo auch immer, auch im Kopf diese Realitäten. Es ist immer das, also nach unserer Sicht jedenfalls, auch das Grundlegende, das Gefühl dabei. Und diese Wahrhaftigkeit, diese Realität muss vom Gefühl auch getragen sein. Und sonst ist es... Ja, denn zum Beispiel, was mir oft in den Sinn kommt, ist zum Beispiel, wie verhält sich das, wenn jetzt zum Beispiel jemand Älteres, ja, von mir aus meine Oma, ja, alle Verwandten, also die sie kennt, alle Menschen um sich herum, mit denen sie aufgewachsen ist, sind verstorben. Ja, und sie erzählt mir eine Geschichte aus dem Krieg. Es gibt keine Bilder mehr davon. Im Prinzip hat sie das, was sie mir erzählt, nur noch im Kopf. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt, wird es zu meiner Realität, weil sie mir davon erzählt? Oder denkt sie sich das nur aus? Ja. Das ist natürlich jetzt immer so, da kann man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Also, weil man selber kann es ja nicht nachprüfen, ob die Gedanken authentisch sind, echt, realistisch, real. Ja. Genau. Und ja, es ist natürlich, wenn man, es macht, also aus meiner Sicht, mir macht es immer sehr viel Spaß, mir solche Gedanken zu machen, einfach nur mal, um zu sehen, in was für eine Richtung kann man gedanklich gehen oder wie weit kann man das ausdehnen. Ne? Und es macht auch vom Denken her auch ein bisschen freier, würde ich sagen. Also das sind so kleine Spielchen, die man für sich so machen kann. Und gerade wenn es um Realitäten geht und Raum und Zeit, und finde ich immer sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Also, das ist nicht nur Spielchen, das ist eigentlich auch eine Macht im Prinzip. Ja. Also das ist ja dieses famose Prinzip, dieses, dass es einfach nicht nur so Gedankenspiele sind, sondern wie du sagst, das hat eine Macht und gibt eine Freiheit. Und diese Freiheit hat ja auch so Folgesachen mit sich, dass man keine Angst verspürt oder dass man weniger in Ängsten lebt und. Also das ist ja so, deshalb ist dieses Thema so Realität, Wahrhaftigkeit, Zeit, Ängste, was auch immer. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber eben auch sehr, sehr spannend. Also, ist ja mit allem so. Ich sag mal, wenn man mit mal gucken, ob ich es einigermaßen zusammenkriege. Also wenn man, also was ich zum Beispiel immer als Grundprinzip habe, egal was für eine Situation auf mich zukommt, ich rechne mit dieser Situation, denke drüber nach, Eventualitäten, die passieren könnten, ja, mache es im gewissen Sinne schon zu einer Art von Realität von mir. Und wenn dann diese Situation irgendwann eintritt, bist du nicht mehr in der Angst und kannst gezielter mit der jeweiligen Situation umgehen, egal wie dramatisch es wirklich ist. Mhm. Ne, wenn du dir mal die Gedanken machst, okay, was passiert, wenn ich einen Autounfall haben werde, und sagst, okay, ich werde mir mal so einen Notfallhammer mit ins Auto sicherheitshalber packen, ja, einfach nur, weil du für die Eventualität, und dann hast du irgendwann vielleicht noch einen Unfall und dann hast du diesen Hammer da an Ort und Stelle, du weißt, wo er liegt, dann holst du ihn dir und dann schlägst du die Scheibe ein und kommst raus, wenn du eingesperrt sein solltest oder so. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten. Das heißt ja nicht, dass es passieren muss, ne? Aber ich finde, man kann allein schon durch das Denken
wie soll ich sagen, den Raum und die Zeit so ein bisschen kontrollierter für sich nutzen und auch allgemein durch Gedankenspielchen oder nicht Spielchen, aber Gedankengänge halt kontrollierter. Ja, also nutzen. Kontrollieren einfach im Prinzip. Oder kontrollieren. Weil das ist ja im Prinzip dieses, was du sagst, nach außen hin wird das vielleicht ganz schlimm wirken. Also für andere, außenstehend. Auch so, gerade so, wenn es so um zwischenmenschliche Sachen geht, wo man denkt, oh Gott, wie kann er sich so benehmen? Oder was, oder warum handelt er jetzt so? Oder wo man überhaupt kein Verständnis von der Außenwelt da ist. Aber man selbst ist in der Ruhe in dem Augenblick. Weil man dieses Gedanken, sagen wir Gedankenspiel, oder diese Gedanken schon durchgegangen oder durchgespielt hat und dadurch eine Sicherheit hat. Und das mag dann noch so chaotisch nach außen wirken und wo Leute Kopfschütteln, vielleicht weglaufen oder denken oder rumtratschen oder was auch immer. Aber derjenige, der davon betroffen ist, der dann in der Ruhe ist, der hat eine absolute Freiheit. Genau, und kann natürlich mit der jeweiligen Situation in der Realität dann umgehen. Genau. Das ist natürlich und sehr realistisch dann umgehen. Da passt es nämlich sehr gut zusammen. Dann kann man sehr realistisch damit umgehen, ohne von irgendwelchen anderen augenscheinlichen Sachen abgelenkt zu werden. Genau. Ja. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Man kann natürlich noch weiter in irgendeine Tiefe gehen, aber ich sag mal, ich würde sagen, wir gehen mal nicht ganz so weit, ich meine, weil wir wollen euch da draußen auch nicht überfordern in irgendeiner Weise, ne? Wir wollen uns auch nicht überfordern, aber ich denke mal, noch einen Schluss, hast du noch eins? Oder? Na, das Einzige wäre vielleicht noch so, im Prinzip das, also wenn ihr unsere Sachen, ich meine, das kennt ihr von uns ja auch, ne? Dass es immer zu hinterfragen ist, beziehungsweise nochmal anregen soll, weil das ja wirklich auch bei uns selbst ja so ist, wie ich zu Anfang auch gesagt habe. Wir fotografieren zum Beispiel ein Motiv. Es hat einen Arbeitstitel, sage ich mal, zum Beispiel Glasgarten oder was auch immer. Oder Gewächshaus, wie auch immer, weil es einfach ein Gewächshaus war. Es entsteht ja unbewusst am Rechner oft was ganz anderes daraus. Die Grundlage war dieses Bild von dem Glas. Und dann durch Gedankengänge, die man selbst vollzieht, entsteht, kann auch was völlig Abstraktes entstehen, was wir euch dann mitgeben. Deshalb ist es immer so, wie bei uns, alles, was ihr seht, was kann ganz anders entstanden sein, kann eine ganz andere Realität an den Tag der Aufnahme, an dem Moment der Aufnahme gehabt haben, als das, was ihr dann seht und was ihr dann daraus macht. Und was ihr daraus macht oder was ihr auch zur Realität, ja, was für euch Realität ist, das wäre natürlich auch spannend zu erfahren. Wenn wir da in Dialog treten könnten irgendwie, durch die Kommentare, sag ich mal, bei Facebook oder hier auf dem Kanal direkt, wäre das natürlich super. Einfach mal schreiben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist, oder sonst, wenn ihr es nicht öffentlich teilen wollt, einfach mal uns eine Nachricht schreiben oder so. Die Möglichkeit besteht auch. Genau. Weil im Grunde sind wir, es gibt ja 1000 Lügen, ne? Aber es gibt nur eine einzige Wahrheit. Und da wollen wir, denke ich mal, ich setze es einfach mal voraus, ich maß mir das mal an, auch für euch dazu reden. Ja, wir suchen im Prinzip alle nach der einen einzigen Wahrheit. Ja, und wir sind alle auf dem Weg dorthin. Genau. Und wir liefern unsere Gedanken dazu, unsere Ansichten und wollen euch ein Stückchen näher dahin bringen. Egal, was ihr von uns mitnehmt. Genau. Und deshalb machen wir das, was wir machen. Das ist einfach auch ein schöner Gedanke. Für uns, für euch, genau. Für uns alle. Genau. Ja, ich denke, das war, können wir als Schlusswort nehmen. Ja, ich würde auch sagen. Also ich würde jetzt gerne nochmal ein Bier trinken, glaube ich. Ja, genau, ich auch. Ja, dann sage ich, gehabt euch wohl. Bis dann, auf Wiedersehen. Und ja, lasst von euch hören, auf alle Fälle.